So jetzt aber hier, reicht auch wieder mal mit diesem ganzen Parmesan. Es ist immerhin allerhöchste Wasserflasche für Fortnite auf der Switch. Das Update ist da. Wir sind jetzt endlich, man kann sagen, live mit Version 11.3 und auf diesen Moment habe ich so lange gewartet. Und dann sehe ich diesen Neuigkeiten-Screen und denke mir so, Bruder, anders hätte man das Seitenverhältnis aber auch echt nicht penetrieren können. Das sieht echt sehr gestretched aus. Dazu natürlich Kopfgeld-Teams, ja, lol. Bruder, das ist schon, wir wissen, was hier abgeht. Danke, dass du mir diesen, ich habe diesen Trailer mitten in dieser Season schon irgendwie dreimal abgespielt bekommen. Ehre, Alter. So, dafür bekomme ich natürlich auch räudige Belohnungen, wie das eben auch hier aussieht. Lays, ein epischer Stil wohl, wie es aussieht hier, ist dazugekommen. Und zwar, dass Lays natürlich dem Uroboros-Set angehört, das müssen wir nicht erwähnen, aber das ist wohl der neue Stil von ihr. Und die neue Stiloption. Wir wählen sie mal aus. Und wir setzen uns auch direkt mal hin. Denn es gibt wieder einiges zu bereden. Erstens, es gibt ein neues Icon. Dies ist sehr jäh. Ein Dinosaurier-Skin. Und das ist sehr jäh. Wobei, es ist eher ein Mammut, oder? Richtig. Oh, dieser Skin. Dann gibt es hier natürlich noch, ja, ihr seht. Also, es ist ein neues Cover auf jeden Fall und diese beiden Skins. Wir werden uns jetzt aber direkt mit den Leaks beschäftigen, denn es gibt leider keine großen Neuigkeiten hier direkt über Ingame. Das bedeutet, wir werden uns direkt mal auf Twitter begeben. Denn hier selbst auf den Neuigkeitenseiten gibt es kein Update zu Battle Royale. Was gibt's Neues in 11.3? Das gibt es hier nicht. Ich kann mal kurz erfinden. Vielleicht kam das ja jetzt so, ne? Vielleicht kommt das auch innerhalb der nächsten 2 Stunden irgendwann, wir wissen es nicht. Wann Epic Games auch immer Bock habt, das zu veröffentlichen, weil das Ding ist so, das Spiel ist doch längst wieder online. Poste doch bitte jetzt was Neues. Es wäre ein guter Zeitpunkt. Es gibt neue Ladebildschirme, die dazu gekommen sind. Also ihr seht, die Leaker haben wieder mal heute komplett ihre Kicks gehabt. Der Mammutskin. Er wird sehr jäh. Und wohl wie es aussieht, neue Stiloptionen für den Nussknacker. Weil das sieht ziemlich special hier aus. Abgesehen davon, dass es eh ein cooler Ladebildschirm ist. Haben wir halt parallel hierzu noch natürlich neue Musikpakete. Die Nussknacker-Musik. Vielleicht sogar die aus Season 7. Man weiß es nicht. Dann irgend so eine 8-Bit- oder 16-Bit-Weihnachtsmusik. Eine Unreal Engine-Musik. Und die Feuerofen-Musik. Die Eisfeuerofen-Musik. Generell wird das hier in eine ziemlich Iced-Out-Richtung gehen, Alter. Das hier ist die Karte in Klammern Iced-Out, Real Talk. Ja. So wird das hier aussehen und das über einen gewissen Zeitpunkt hinweg. Ich weiß nicht wann. Vielleicht, wenn wir gleich in-game gehen, ist es direkt schon so. Wir gucken gleich direkt mal rein. Jedenfalls, das ist die Eiskarte. Iced-Out. Neue Skins, wir gucken auch da direkt mal durch. Wir wollen so schnell wie möglich durchkommen und alles schnell zeigen und nicht uns an Kleinigkeiten aufhängen so. Hier ganz kurz aber, ihr seht Battle Pass Sterne über diesen 3 Skins. Und 2 der 3 Skins kennen wir ja schon. Und zwar halt, vielleicht kennt man den linken auch schon, aber ich habe eher an den mittleren, an diesen Lama-Robo-Skin gedacht, der, glaube ich, Oktober schon bekannt geworden ist und auch dieser Farbenbomber-Stil, der aber auch ein neuer Skin sein soll. Ich interpretiere mal hier raus aus dem Battle Pass Stern, dass man den wohl irgendwie aus dem Battle Pass bekommen kann, beziehungsweise aus diesem anderen Battle Pass, denn auch darum werden wir uns heute kümmern. Und lasst da unbedingt einen Daumen nach oben da, auch wenn wir hier schon 4 Minuten im Video sind und die meisten haben abgeschaltet, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, um dieses Video hier zu supporten. Wichtige Angelegenheit. Heute Abend werden wir auch nochmal live gehen und die Map so ein bisschen weiter erforschen. Vielleicht kam ja was Neues rein, man weiß es nicht. Daher heute Abend unbedingt im Auge behalten. Auge machen. Hier ein Skinnet mit 2 Stilen. Der linke sieht ziemlich scary aus, Alter. Der gehört eher in die Halloween-Season rein. Und der sieht ziemlich zuckerglasurig je aus. Das Konzept wurde von Epic umgesetzt. Minty Elf ist real. War das ein Fanart oder was? Also Minty Elf gibt es ja schon, ja, aber diese Stiloption hier ist wahrscheinlich die gemeint ist, ne?
Ist die irgendwie im Internet rumkursiert? Ist das so eine Fanmade oder so eine Scheiße? Klärt mich da gerne auf. So, wir haben hier natürlich einen Polarbär-Skin. Dann hier diesen anderen Galaxy-Skin. Und er ist auch sehr jäh. Er ist schon wirklich sehr cool. Kann man auch ruhig mal klatschen für diesen Skin hier. Der sieht auch nice aus. Und auch der hier so ein bisschen, ja, Bergsteiger halt, ne? Mit Eis-Autaren. Neue Lackierungen. Guten Darm. Auch hier schnell durchgehen. Auch hier wieder mal eine Weihnachtslackierung. Und eine ziemlich auch coole. Oh, es gibt neue Killfeed-Nachrichten. Ja, die ist aber auch ziemlich nice. Aber ich finde die auf jeden Fall besser. Weil sie zu Weihnachten passt. Alles neu in einem einzigen Bild. Screenshottet es euch gerne, während ich mir ein Wasser reinzische. Und achtet gerne auf den Skin da ganz oben rechts. Zweite Reihe. Oben, ganz rechts halt, ne? Dieser Eisfisch-Skin, Bruder. Der wird sehr jäh. Bitte, hier haben wir ihn auch schon. Der gefrorene Fischbrudinius. Und es wird jäh. Zeig ihnen allen, wie frisch gefroren, wie schockgefroren man sein kann. Keine Ahnung. Wichtig ist aber auch das, was hier oben rechts ist, ja? The Devourer. Der Verschlinger aus Season 9. Er kriegt einfach einen eigenen Skin. Das Monster. Ja, hat jetzt einen Namen bekommen. Wie oft haben wir zu ihm Katos gesagt? Er nennt sich jetzt Devourer. Also der Verschlinger, der Verspeiser, der Verfressene. Ich denke, er wird irgendwas mit Verschlinger vielleicht essen. Gab es nicht schon einen Verschlinger? Ne, das ist ein Yokai gewesen. Ja, moin! Dieses andere Universum. Neue Emotes. Diese Around the Clock. Ich habe eben schon in den reingeguckt, ne? Mashallah. Gefrorene Flügel. Christbaumschmucklackier. Rückenteil. Rucksack. Und einfach Polar Peak. Lol. Ja, moin. Ihr seht, Alter, wie viel altes Zeug die einfach wieder hier reinholen und Cash grabben, ne? Das ist ziemlich hart. Codename 11, so ist sein Stil. Ja, das ist dann wohl wirklich der neue und das ist sein Codename. Haha, wortwörtlich. Alle Spitzhacken und Gleiter nochmal hier ganz kurz zusammengefasst. Ja, moin. Es gibt Stretch Goal Challenges. Und, ey Junge, es gibt auch noch so viel zu erklären, ne? Ohne Witz, deswegen, wir müssen hier schnell durch, Alter, ohne Witz. Die Zeit wird knapp. So, Man weiß nicht, ob für Rette die Welt oder Battle Royale, aber das ist neu. Schneeraketenwerfer. Würde mir wünschen, wenn da auch ein Battle Royale vorkommt. Würde passen, Bruder. Vielleicht ist auch gleich der Bus schon weihnachtlich. Oder vielleicht gibt es ja schon irgendwie auf der Map weihnachtliche Merkmale. Wie zum Beispiel so diese... hier, die nennen sich die Mistelzweige an den Türen zum Beispiel. Ach ja. Uiui. So, das ist hier die letzte Stufe von Risk Reels tatsächlich. Nennt sich Apollo Map Special Galileo. Alter, richtig Galileo Mystery. Warum ist das hier so orbitalförmig, Bruder? Hat das wieder was mit dem Orbit zu tun? Klären Sie mich auf. Boah, der ist nice. Der ist sehr nice. Oh mein Gott, kommt hier nice Scheiße rein. Die Winterfest-Challenges sind auch noch natürlich am Start, ja moin. Und jetzt kommen wir zu dem Jahrespass, der ab 2020 kommen wird. Nennt sich auf Englisch Annual Pass, auf Deutsch Jahrespass. Aber man kann ab 2020 einfach einen gesamten Jahrespass, einen gesamten Jahres-Battle Pass erwerben. Statt also jede Season zu kaufen, kaufst du das gesamte Jahr. Wie schlau das ist, das werden wir noch sehen. Around the Clock. Sag mir die Uhrzeit, Bruder. Wie viel Uhr? Diese andere T-Pose. Das ist sehr je. Ben Ambrosius, der Geheiligte.
So, weiter geht das hier. Ihr könnt den Star Wars Modus ohne Bedenken, in den Star Wars Modus ohne Bedenken gehen. Vor dem Event gibt es kein Ziel fürs Gewinnen. Man kann also bedenkenlos 30 Minuten vorher chillen. Okay. Also, das wird dann meine Anlaufstelle sein, nicht irgendwie 5 Minuten vorher rauszugehen, sondern schon eine halbe Stunde vorher da zu sein. Platz zu nehmen, sich hinzusetzen und schon mal Popcorn zu holen. So, es wird Fragen geben während des Events, und zwar folgende. Meine Lieblings- oder deine Lieblings-Star Wars-Episode, dein Lieblingscharakter aus Star Wars, deine Lichtschwertfarbe, Stimmen und Trilogie, Mois. Ja, sehr, sehr cool. Das neue PlayStation Plus Paket wird heute Nacht um 0 Uhr released. Nichts Besonderes. Ah ja. Nur eine weibliche Variante eines alten Stils. Aber immerhin wieder kostenlos, ne? Was hat die Switch bekommen? So, was wurde hier Switch-mäßig jetzt gerade geleakt? Ha! Ich weiß nicht mal, was mit dem Splitscreen ist. Gibt's da Neuigkeiten so? Man sieht jetzt, wie viele Freunde welche Modusweise spielen. LOL, wie geil. Nein, laber doch keine Scheiße. Als ob ich jetzt gerade sehe, wie viele geheiligte Ehrenbrüder Solo spielen. 8 Stück, das? Ah ja. Einer spielt Teams, oder? Ein Team spielt Teams. 6 spielen Gruppenkeile. 2 sind Spielwiese. 7 sind kreativ. Das ist schon ziemlich krass so. Und Kopfgeld spielt gerade einer. Die geheiligten Ehrenbrüder sind wieder alle am, ihre Kicks am Schieben. Die Bundles sind jetzt mit im Shop drin. Ah, lol, was? Stimmt. Hey, hey, was soll die Scheiße, Mann? Bruder! Reicht doch mal mit den Filmen. Ja, okay, die sind halt echt jetzt hier drin, ja. Das Wellenbrecher-Paket, meine Freunde. Aber auch gut, dass man den Creator nicht mehr sieht. Mm, dass Epic immer daran denkt, dass der Name trotzdem, wenn man etwas in den Itemshop einfügt, eingeblendet ist. Oder bleibt und nicht weggerutscht kommt. Oh, Epic Games, ey. Jedes Mal. Mois. Neuer Ort auf der Map. Ist in der Nähe von Retail Row. Okay, Boys, da gehen wir gleich direkt mal hin. Hm. Ja, schmeckt. Gehen wir direkt mal hin da. Und ja, meine Freunde, warum blinkt es da unten so auf? Das muss der neue Ort sein. Der befindet sich wohl nahe Risky Reels. Kommt das hin? Ja. Ja, kommt hin. Deswegen werden wir da jetzt auch erstmal hinsteppen. In den Heiligen Aal. Das heißt auch, ich sollte Erfahrungspunkte kriegen, weil es ist ja auch ein neues... Entweder ist es ein neues Erkundungsgebiet oder es ist halt direkt ein neuer Ort. Also ich denke eher, es ist ein Orientierungspunkt, aber wir gehen... Ach nee, warte, lol. Das ist ein Hologramm. Ich dachte daran, das wäre diese Iced Out City. Live in... Oh mein Gott, das sieht nice aus. Das sieht nice aus. Oh, Bruder. Das ist die letzte Stufe, lol. Ja, der geheiligte... Ehrenmann. Ich würde sagen, wir steppen direkt mal zum neuen Gebiet. Halten uns nicht hier auf. Gehen direkt rein. Ich weiß nicht genau, wo sich dieses Gebiet aufhalten soll. Ich dachte gerade, mir rennt da einer hinterher. So ein No-Skin wieder mal wahrscheinlich, oder was? Schwein. Oh. Tactical wichtig. Oh, ihr seht auch hier. Lol. Es wird langsam überall kälter. Die Karte nimmt langsam Form an. Ich habe mich nämlich gewundert, dass da hinten direkt schon Eisberge sind. Oh, Brüder, langsam, ihr merkt das. Kommt neuer Stuff in Fortnite hinein. Hey, ich würde sie gerne an mich selber anwenden. Und es ist immer noch sehr jäh. Yeah. Haha, der heilige Mois. Wie ist es, wenn ich mich setze? Der Ehrenmann. Yeah. Setz dich hin, du Schwein. Wie der einfach hängt. Der liegt. Das ist einfach ein betrunkener Schneemann.
Schwein. Ja gut, okay, ich würde sagen, genug von diesem ganzen Klamauk und Schabernack. Ich schau mal, wo das neue Gebiet ist. So, was soll die Scheiße? Ist es das hier? Ist es das hier? Ist es das hier? Hä? Da ist was grau. Ja, der Orientierungspunkt ist grau. Oder Frenzy Farm ist grau. Ich gehe mal dahin jetzt. Okay, ich gehe mal ins Haus rein. Es hat sich hier doch gar nichts geändert. Hä, und ich bin doch mitten hier drauf. Warum wird das grau angezeigt? Ist das wegen dem Haus? Oh Junge, was für ein Schrott. Ja, wow, keine Ahnung. Ich werde mal schauen, wo das neue Gebiet ist. Ich werde mich hier irgendwo verschanzen und dann... Ah. Gleich mitteilen. Ach, ich kann da direkt reinspringen. Deswegen muss ich mich gar nicht mehr damit so einbalsamieren. So wie sonst. So. Okay, Boys, ich lag gar nicht mal so verkehrt mit meiner Vermutung. Der heilige Mois. Hier in der Nähe ist aber natürlich nicht so ganz richtig. Ich muss natürlich noch viel weiter darüber hinaus. Ja, ich muss quasi Richtung Retail Row. Und ich werde euch diesen elenden Weg ersparen. Und ich sollte auch vielleicht mal gucken, dass ich mir wieder Heilung gönne oder so. Weil ich... Naja, die Zone ist außerhalb von Retail und ihr könnt euch vorstellen, was das bedeutet. So, ich brauche Medikits und so eine Scheiße. Oh, guckt mal hier übrigens. Ja, die Büsche sind auch langsam natürlich weihnachtlich gehalten. Ich hoffe, der Weihnachtsbus wird sich auch bald wieder blicken lassen. War ja, glaube ich, bisher nicht so. Aber mal gucken, vielleicht ändert sich das ja im Laufe des Tages. Man kennt das, dies, das. Ich step mal weiter Richtung Retail und schau mir mal die Gegend an. Mal gucken, was hier noch so alles rum... Dieser andere Vlog, ne? Ja, hallo, ich bin gerade hier auf Madeira und ich mache jetzt eins Vlog und zeige Ihnen jetzt eins nice Umgebung. Hier zum Beispiel, ja, wir haben weder Kosten und Mühen gescheut. Ja, ich habe einen Kameramann bestellt und der macht jetzt hier oben auf den Bergen von Madeira natürlich ein paar Fotos mit uns, wo es natürlich ein bisschen nebeliger ist. Mois. Grüße gehen raus. Ja, Brüder, der Ort heißt Shiva Inn, das ist ganz wichtig, ja. Hier schon die ganze Beleuchtung natürlich, ja, ich weiß nicht, wo der Strom herkommt, aber das weiß niemand. Ist wahrscheinlich die ganze Magie, wahrscheinlich, ja. Shiva Inn heißt der Ort, ich könnte mir vorstellen, dass, hä? Hier ist nur dieser See. Irgendwo hier ist dieses... Ist dieser Ort. Ich werde mich weiterhin auf die Suche begeben, ja. Uff. Bis ich es gefunden habe. Ah ja. So hat sich das Erkunden wohl endlich mal belohnt gemacht. Brüder, da haben wir den neuen Ort. Er nennt sich Shivel Inn oder so. Wir werden das gleich ablesen können. Denn dieser Ort, Alter, der passt auch saugut zu Lays, Mann. Der passt saugut zum Lays-Skin. Huch. Sieht ziemlich weihnachtlich aus und ich bräuchte auch jetzt mal dringend eine Heilung. Es ist übrigens so eine Art Zuckerhäuschen, ja, man kann... Ich weiß nicht, ob man hier vernaschen kann. Wahrscheinlich werde ich es nicht mehr schaffen, verdammt. Ja, ich werde sterben in diesen heiligen Hallen. Nun, das ist das Mausoleum von Lays. ja, und das war ziemlich nice. Der Ort nennt sich, wie gesagt, Shiva Inn. Schissel die Dissel, das soll es gewesen sein. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen auch. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo, wenn ihr neu seid. Wir sind kurz vor 100k. Lasst uns heute Abend nochmal kurz im Stream auch auf diesen Ort eingehen und uns langsam auch von Stream zu Stream für das Live-Event vorbereiten. Und zwar Star Wars. Bis dahin, haut rein und ciao.